Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag Amical. Eine Schrift hinterfragt die Norm. Ich beginne diesen Vortrag gleich mit einer kleinen Herausforderung. Ihr könnt einmal versuchen, diese Zeile hier zu lesen. Das ist natürlich praktisch unmöglich. Ich werde euch noch ein bisschen, ich werde sie noch ein bisschen schmoren lassen, aber mit diesem kleinen Versuch sind wir schon mitten in meiner Designrecherche von dem Projekt, das entstanden ist während meiner Zeit in Reading. Ich habe den Master in Typeface Design studiert an der Universität in Reading von Sommer 15 bis zum ungefähr Herbst 16, noch nicht lange her. Und da ist diese Schrift Amical, die ich heute präsentiere, entstanden. Dieser Vortrag ist in drei Teile eingeteilt. Zuerst werde ich euch die Idee hinter Amical näher bringen. Dann sehen wir die Visualisierung der Idee, also die Designrecherche bis zur fertigen Schrift. Und aus zeitlichen Gründen auch habe ich mich auf das lateinische Alphabet fokussiert. Trotzdem würde ich gerne die ganze Schriftfamilie zeigen kurz. Das wäre dann im dritten Teil. Die Idee. Bevor ich nach Reading ging, hatte ich mich schon mit Type Design auseinandergesetzt. Hier sehen wir meine Schrift Florin in Slow Feeds, einem Feedreader-App für iOS. Ich habe mich dazu entschieden, nach Reading zu gehen, weil ich mich gewundert habe, wie denn dieser akademische, was das akademische Type Design eigentlich bedeutet. Also hatte ich mich zuerst mit diesem Thema eigentlich auseinandergesetzt. Ich wurde dann fündig bei dieser Schrift. Ihr kennt sie, oder ihr kennt zumindest Louis Gatorz. Er hat sie beauftragt. Es ist die Romain du Roi. Und es war die erste Schrift in der Geschichte eigentlich, die designt wurde. Das heißt, der Handwerker, dieser Stempelschneider, der ist erst später dazu gekommen. Bis dahin wurde immer vom Stempelschneider die Schrift geschnitten und designt, wenn man designt sagen kann. Und Louis Gatorz hat ein Gremium von Akademikern, von Gelernten eigentlich beauftragt, eine Schrift zu designen. Und diese hatten sich zuerst mit einer umfangreichen Recherche auseinandergesetzt. Und so ein bisschen diesen Prozess wollte ich auch für mein Projekt umsetzen. Dann bin ich von Jörn Riesen auf diese Erkenntnis gestoßen. Geschichte ist nie einfach eine Aufzählung von Fakten, sondern immer eine Interpretation von Forschenden. Und diese Erkenntnis hat mich so ein bisschen dazu motiviert, diese Entwicklung der Druckschriftenentwicklung, diese noch einmal kritisch aufzuarbeiten. Und ich bin dann auf diese Schrift hier gestoßen. Wir sehen ja die allererste Italic. Gedruckt 1501, fast oder über 500 Jahre her, von Aldus Manutius. Geschnitten wurde sie von Francesco Griffo. Die Idee von Aldus Manutius war, man könnte fast sagen, er hat das Taschenbuch erfunden. Das war ein kleines Format, das es vielleicht so noch nie gegeben hat. Und er hatte so alte klassische Texte umgesetzt und in dieser Schrift Italic gedruckt. Und das war einfach eine Leseschrift, diese Italics. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Wir verwenden sie meist nur noch als Auszeichnungsschrift. Und das fand ich sehr spannend. Die ist also entwickelt worden als einfache Leseschrift, ist es heute aber nicht mehr. Ich habe mich dann mit dem geschichtlichen Kontext auseinandergesetzt, weil es immer so wichtig ist, was ist denn die... Was war denn normal vor 500 Jahren? Und habe hier eine kleine Auswahl. Wir sehen hier die Textura oben links. Die kennen wir alle bestimmt. Das ist die von Gutenberg, die erste Druckschrift. Dann haben wir oben rechts die Bastarda, die erste Alternative sozusagen zu dieser Textura. Wurde gedruckt um 1454, 55, also fast zeitgleich. Und unten links schließlich sehen wir wahrscheinlich den ersten Roman-Schnitt
oder die erste Roman-Schrift gedruckt 1467. Das waren also alles einfach Leseschriften, die es gab. Und hier nochmal zum Vergleich, diese Italic. Also war das ja, die verwendet man einfach um zu lesen, um Bücher zu drucken. Wie ist es also dazu gekommen, dass gerade diese Italic eine Auszeichnungsschrift wurde? Die rote Farbe, die man verwendet hatte in Manuskripten, die war natürlich zu teuer zum Drucken. Also zu teuer, das heißt, rote Farbe heißt, entweder man macht einen zweiten Druckgang oder man färbt einzelne Passagen von der Druckvorlage ein, und das ist auch ziemlich zeitaufwendig. Also suchten die Drucker nach Alternativen. Man verwendete dann die Textura zum Beispiel als Auszeichnungsschrift für Rotunda, oder laut Michael Twyman war Robert Estienne einer der ersten Typografen, welcher Roman mit verschiedenen Schriftgrößen, Kapitelchen oder eben Italic differenziert hat. Und die Überlegenheit der Drucker in der frühen Renaissance, der italienischen Drucker, die hat so diesen Standard Roman und Italic dann irgendwie mit sich gebracht. Und somit war ich so mein Ziel klar. Ich fand, naja, das ist ein ökonomischer Grund, der 500 Jahre alt ist, der diese Italic, diese Leseschrift zu einer Auszeichnungsschrift gemacht hat. Wieso versuche ich nicht irgendwie diese ersten Druck-Italics als Vorbild zu nehmen, aber natürlich eine zeitgenössische Variante davon zu gestalten? Dann kommen wir zu der Visualisierung dieser Idee. Wir sehen hier die Designrecherche. Auf der linken Seite wieder diese erste Italic von Griffo geschnitten, von Manutius gedruckt. Auf der rechten Seite eine Italic von Arrighi 1524. Und mir ist dabei aufgefallen, dass auf der X-Höhe diese horizontale Ausläufe von diesen Buchstaben oft sehr eben horizontal auslaufen. Man sieht es hier in groß beim C und R sehr deutlich. Das ist die Italic von Arrighi. Und das hat mich dann wieder erinnert an die Kalligraphie von Gottfried Pott, der deutsche Kalligraph und Typograf, der seine Buchstaben teils auch bei seiner Kalligraphie auf der X-Höhe aligniert, anstelle von der Schriftlinie. Und somit sind wir auch wieder bei meinem Anfang, diesem kaum zu lesenden Wort. Es hat mich daran erinnert, diese Erkenntnis aus diesen Italics, dass sie so schön gerade auslaufen auf der X-Höhe, dass ja auch die obere Hälfte der X-Höhe eigentlich diese designrelevante Information zum Lesen enthält. Also sehen wir nur die untere Hälfte, wird es extrem schwierig zum Lesen. Sehen wir die obere Hälfte, dann ist es klar, dass es unleserlich heißt. Und so habe ich mich dazu entschieden, dass ich das in meiner Schrift aufnehmen will. Ich will diese horizontale Enden aufnehmen. Ich will sogar diese X-Höhe, diese Ausrichtung, diese Alinierung auf der X-Höhe eigentlich herausheben. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass der Neigungswinkel von den Italics, von diesen frühen Italics, viel geringer war, als das heute ist. Die heutigen Italics müssen natürlich sich behaupten gegenüber den Roman, oder behaupten, sie müssen sich kontrastieren. Das kann man mit einem schrägen Neigungswinkel leicht erreichen. Und hier sehen wir dann die ersten Skizzen, das war so der Versuch, diese Horizontalität irgendwie in die Buchstaben hineinzubringen, besonders auf der X-Höhe. Ich bin dann schnell an die ersten digitalen Skizzen, die waren noch total unfertig, aber man sieht die Idee schon ziemlich gut, diese Ausrichtung auf der X-Höhe. Man sieht der sehr geringe Neigungswinkel. Dann sieht man den flüssigen Duktus. Der Duktus ist eigentlich so der Weg des Schreibwerkzeugs.
Und bei Italic-Schriften ist der ziemlich flüssig, das heißt, man hebt das Schreibwerkzeug kaum. Bei Roman-Schriften hebt man es öfters und das wollte ich beibehalten, daher auch diese Schwellungen in den Oberlängen, so, um diesen Duktus anzudeuten. Und das gleiche gilt für das N. Ich wollte da diese Riefen weglassen, wo das Schreibwerkzeug eigentlich nicht angehoben wird, um diesen flüssigen Duktus deutlich zu machen. Wenn man Schriften gestaltet, ist es enorm wichtig, dass man immer das Schriftbild kontrolliert, weil man gestaltet schöne einzelne Buchstaben. Diese sind jedoch keine Einzelgänger und man muss immer das Resultat, das Schriftbild, das sie ergeben, überprüfen. Mit diesem ersten Schriftbild war ich noch überhaupt nicht zufrieden. Das Problem war, es ist enorm fleckig und unruhig und irgendwie auch nicht so zeitgenössisch, das, was ich von einer zeitgenössischen Leseschrift erwarten würde. Also bin ich nochmal zurück zu diesen Skizzen und habe mir überlegt, wie ich das erreichen könnte, was ich denn denke, was für mich ein modernes Schriftbild ausmacht. Ich habe mich dazu entschieden, alle Buchstabenformen oder mich zu verabschieden von diesen deutlichen Italic-Buchstabenformen. Das heißt, das einstöckige A macht Platz für das zweistöckige, damit wir mehr so diesen Eindruck von einer modernen Leseschrift erhalten. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich diesen flüssigen Duktus auf der Schriftlinie eigentlich unterbreche mit einer Serife. Dadurch wird die Punze vom N geschlossen und das Schriftbild weniger so fleckig. Auch habe ich mich dazu entschieden, obwohl es Italic-Schriften immer so einen Aufstrich haben, am Strichende eine horizontale Serife zu machen, einfach damit das Schriftbild ein wenig ruhiger wird. Und sehr wichtig war, die Runden, oder sagen wir so, die Italics, die haben so, fast jeder Buchstabe hat die gleiche Breite. In Roman-Schriften, besonders diese aus der Renaissance, die haben so enorm weite, runde Formen und verhältnismäßig schmale, gerade Buchstaben. Und diesen Kontrast wollte ich eigentlich auch in meine Schrift einbringen, damit so das Schriftbild doch mehr in so eine Roman-Schrift oder eine Leseschrift geben. Ja, damit das Gefühl für eine Leseschrift eher entsteht. Und so sieht das dann aus, das neue Schriftbild auf der rechten Seite, auf der linken Seite das gleiche, das wir vorhin gesehen haben. Und das ist jetzt natürlich schon das fertige Schriftbild auf der rechten Seite. Das ist ein großer Sprung, das war ein bisschen mehr Arbeit, als wir jetzt hier zusammengefasst gesehen haben. Aber das war so das, was ich eigentlich gesucht habe. Wir haben diesen Eindruck von diesen Italics, es ist immer noch so, dass das Weiche, das Warme, aber trotzdem gibt es eine Linienbildung, das ist kein fleckiges Schriftbild mehr, es ist eigentlich das, was ich so für mich erwartet habe. Und hier sehen wir das Resultat in groß, die Amical Regular. Dann war natürlich noch die Schwierigkeit, dass ich meinen Regular-Stil mit einer Auszeichnungsschrift ergänzen musste. Und das war nicht so einfach, weil grundsätzlich oder normalerweise sind ja die Auszeichnungsschnitte Italics und das war jetzt meine Regular schon. Ja, was mache ich da? Das war nicht so einfach. Ich habe mich dann zurückerinnert an einen Besuch in Amiens. Da in der Bibliothek habe ich mal ein Buch gesehen von gedruckt mit einer Italic von Robert Grandchamp, ein Stempelschneider aus dem 16. Jahrhundert. Und seine Italics waren sehr expressiv und dynamisch. Und mit dieser Italic als meine Inspirationsquelle habe ich dann eine gute Lösung gefunden. Wir sehen hier auch wieder eine erste Skizze, digitale Skizze. Und hier die Inspirationsquellen neben den beiden Stilen, die ich da hatte. Als ich das so gesehen habe, habe ich gedacht, ja gut, vielleicht könnte ich ja auch diese Norm von dieser Bold hinterfragen. Eine Bold ist einfach eine fette Regular, aber muss das so sein? Also habe ich weiter gesucht und
bin dann auf diesen Civilities Italic Style gestoßen, auch von Robert Grandchaux, und habe versucht, einen Roman-Schnitt zu zeichnen, diesen Civilities Style als Inspirationsquelle verwendet. Hat aber überhaupt nicht funktioniert, es wurde dann so wild und eigentlich die ursprüngliche Idee verlor an Aussagekraft, und ich habe mich dann dagegen entschieden, und die Bold in Amical ist jetzt einfach eine fette Regular. Also manchmal muss man diese Norm vielleicht auch nicht hinterfragen, wenn es keinen Sinn macht oder wenn es zu viel wird. Und hier sehen wir den fertigen Schnitt von dieser Amical Informal. Ich hatte sie Informal genannt, weil Italic macht überhaupt keinen Sinn, weil Regular schon Italic ist. Und daher heißt die Regular auch Roman. Man spürt noch diese Ausrichtung auf der X-Höhe. Es ist nicht mehr so deutlich, aber es ist noch vorhanden. Dafür sind die Ober- und Unterlängen, diese horizontale Ausrichtung, mehr da eingebracht. Und wir sehen natürlich diese Einschnitte, die ich gemacht habe, weil diese Dynamik, die muss irgendwie bleiben. Und in kleinen Schriftgrößen, wir sehen hier, das jetzt riesig. Diese Schrift wird aber angewendet in kleinen Schriftgrößen, und damit sie diese Dynamik nicht verliert, gibt es diese Ink Traps, wie man dem auch sagen kann. Die sieht man nicht mehr, aber diese Dynamik wird ein bisschen besser spürbar in kleinen Größen. Und hier sehen wir die beiden Stile, Regular und Informal, im Zusammenspiel. Und hier noch als Layout. Dann kommen wir zu der erweiterten Schriftfamilie. Wie gesagt, ich habe mich jetzt auf das lateinische Alphabet konzentriert. Wir sehen jetzt auch noch den Displayschnitt vom Lateinischen zuerst. Und zwar bin ich ausgegangen von Amical Informal. Ich hatte es gerade angesprochen, diese Inktraps, diese Einschnitte, die hatten mir schon sehr gefallen. Hat auch enorm Spaß gemacht, diese zu zeichnen. Es war natürlich schade, gehen sie als eigentliches Design-Feature in kleinen Schriftgrößen verloren. Darum habe ich gedacht, hey, wieso mache ich nicht einfach meinen Display-Schnitt mit genau diesen Ink-Traps, diesen Einschnitten eigentlich, wo man das sieht als Design-Feature, also als ziemlich deutlich. Fand ich auch schön, weil es wieder so diese Norm hinterfragt von der Display-Schnitt kommt vom Regular. Ist diesmal nicht so, es ist der Auszeichnungsstil, der Displayschnitt hergibt. Hier sehen wir noch ein anderes Beispiel von Display. Dann das griechische Alphabet. Wie gesagt, jetzt, ich zeige es Ihnen einfach, sonst würde es den zeitlichen Rahmen sprengen. Das ist, der Text ist gesetzt in Amical Regular, oben die griechische Informal, die ich beide umgesetzt habe. Dann später kam auch noch das singalesische Alphabet dazu, in Bold und in Regular. Das ist eine Schrift, die hauptsächlich in Sri Lanka verwendet wird. War ein großer Spaß, diese zu zeichnen. Und dafür habe ich auch eine Special Mention gekriegt an der letzten Grunchen Competition. Hier sehen wir Amical Regular in den drei verschiedenen Skripten, also Lateinisch, Griechisch und das Singalesisch. Und hier ein kleines Familienporträt von der ganzen Familie. Ja, und dann möchte ich noch abschließend auf die zwei wichtigsten Punkte kommen, die ich so aus diesem Projekt, aus dieser Schrift ziehen konnte. Das erste ist natürlich den Status quo hinterfragen. Hätte ich das nicht gemacht, wäre das ganze Projekt gar nie entstanden. Und es ist eigentlich auch schön zu sehen, dass unsere Welt, wie sie ist, die ganzen Standards, die sich da gebildet hatten, die waren nicht immer Standards, die haben sich mal so durchgesetzt. Und das kann man eigentlich, ja, dem kann man einfach nachgehen und das einfach hinterfragen. Dann das Bewusstmachen der Inspirationsquelle. Der ganze Prozess, den wir jetzt hier gesehen haben, der sieht so aufgeräumt aus, weil ich ihn
aufgeräumt habe für diese Präsentation. Das war ein bisschen chaotischer. Vor allem auch diese Auszeichnungsschrift zu finden für meine Schrift, also den Auszeichnungsstil, das war schwierig. Und diese Inspirationsquellen haben mir enorm geholfen, vor allem, weil wir sind ja immer beeinflusst. Man kann vielleicht auch Beeinflussung sagen. Inspiration ist eine Beeinflussung. Wir erschaffen nicht einfach neue Dinge, sondern wir erschaffen sie, weil wir permanent beeinflusst werden. Und wenn wir diese Beeinflussung, diese Inspiration zu kanalisieren wissen, dann können wir einfach gezielter arbeiten. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Über Anregungen und Bemerkungen freue ich mich natürlich. Sie sehen hier meine E-Mail-Adresse. Vielleicht noch kurz über mich. Ich bin Designer und Partner von einem kleinen Designbüro in Bern und ich unterrichte Schriftgestaltung an der Schule für Gestaltung in Basel. Vielen Dank.